nach dem guten Wochenende 4:0 gegen Haching die Punkte endlich mal wieder im Wildpark behalten. Haben wir jetzt eine lange Woche gehabt, haben gut das Spiel analysiert, haben regeneriert, haben dann jetzt Dienstag und Mittwoch genutzt, in der Physis zu arbeiten nochmal, um im Endspurt gerüstet zu sein, haben am Mittwoch auch nochmal ein bisschen Teambuilding gemacht, einen Lasertag angelegt, wo ein bisschen Spaß dabei war. Haben jetzt nochmal runtergefahren und fokussieren uns jetzt mit Freitag, Samstag, Sonntag auf diese Partie, die schwere Auswärtspartie bei Kickers Würzburg. Nicht mitwirken können an der Partie Sven Müller, klar, mit seinen Bandscheiben und Tim Kircher, der noch jetzt dabei war, aber auch noch Trainingsrückstand hat nach langer Krankheit. War jetzt 10 Tage wirklich mit Fieber außer Gefecht. Das dauert noch ein bisschen, ansonsten sind wir soweit alle aufgestellt. Ja, ich denke, so wie in jeder Partie, wir fahren dahin, um die 3 Punkte einzusammeln, die wichtigen 3 Punkte Richtung Endspurt jetzt. Und ja, so fokussieren wir uns jetzt die ganze Woche. So sind wir in die ersten Trainingstage gegangen. Jetzt hatten wir gestern nochmal einen Tag zum Durchatmen ein bisschen. Und heute startet dann die volle Konzentration auf die Würzburger Kickers, die sehr gut sind, sehr gut dastehen. Wenn sie, denke ich, nicht so einen schlechten Saisonstart gehabt hätten, auch hätten oben mitwirken können. Und ja, es wird eine sehr schwere Aufgabe und wir bereiten uns sehr gut drauf vor. Also wir können die Fans auf jeden Fall verstehen. Ich denke, es ist immer ein sehr großer Aufwand für die Fans, montags dann irgendwo hinzureisen, anzureisen, dann sich wieder einen Urlaubstag zu nehmen. Was natürlich uns nicht ganz gefällt, ist dieser Stimmungsboykott, den wir aber auch, die Fans müssen irgendwas machen. Sie boykottieren dann ein bisschen die Stimmung, was uns aber, denke ich, mehr helfen würde, wenn die Fans uns weiterhin so unterstützen auswärts. Weil es immer auch immer überragend ist, muss man einfach sagen, wie diese Saison auch wieder, wie viele auswärts mitfahren, wie viele uns da unterstützen, denke ich, das spiegelt sich auch ein bisschen dann in den Resultaten wieder, dass der Auswärtsblock immer voll ist, die Unterstützung da ist und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn es in Würzburg auch so wäre. Jetzt steht der Stimmungsboykott da an. Wir hoffen trotzdem, dass die Fans gelegentlich dann trotzdem versuchen, wenigstens ein bisschen Stimmung zu machen und uns da weiter zu peitschen. Also Daniel Gordon wird hoffentlich, solange nichts passiert, am Montag wieder in der Startelf stehen. Haben wir noch ein bisschen Zeit, aber Fakt ist, dass Gordy natürlich, wenn er jetzt zurückkommt, da hinten mit dem Dave das sehr, sehr gut gemacht hat. Jetzt wegen einem Spiel jetzt da. Es war ja auch schon in Zwickau so, hatte Gordy die Gelb-Rot-Sperre und kam dann auch wieder zurück. Und was wir jetzt da genau machen, letztendlich sind alle da. Dadurch kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen, um dann hoffentlich die richtige Wahl zu treffen. Er ist geplant. Es ist nichts zurückgeblieben. Aktuell. Und er stand so, wie ich gesagt habe, dass er uns in den letzten Spielen mit Sicherheit helfen kann. Er hat einen unheimlich hohen Trainingsrückstand gehabt, den hat er soweit aufgeholt. Spielpraxis immer sukzessive sammeln können, in ein paar Minuten. Jetzt hoffen wir, wenn wir ihn dann auch brauchen, dass er uns so helfen kann, wie wir es auch von ihm gewohnt ist. Die Trainingseindrücke sind gut und darauf lässt sich aufbauen. Ja, natürlich gibt es Gespräche, man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass oder habe auch das Vertrauen in der Mannschaft, dass sich mein Vertrag verlängert und dass wir den Platz oben halten werden, weil wir einfach, denke ich, diesen Willen auch letzte Woche wieder gezeigt haben, uns das Spiel aus Wiesbaden wieder zurückzuholen. Das haben wir letzte Woche geschafft und jetzt müssen wir mit aller Macht versuchen, da oben den Platz zu verteidigen und ja, wie du schon gesagt hast, mein Vertrag verlängert sich bei Aufstieg und im Moment gehe ich davon aus. Ja, wo ist Ihre Stärken? Sie haben auch 46 Tore geschossen. In der Offensive sind Sie schon sehr, sehr gut, sind auch flexibel, haben schnelle Leute. Da müssen wir wirklich aufpassen. Zu Hause ziehen Sie Ihre Spiele meistens, haben Sie richtig auch gute Ergebnisse erzielt. Wir müssen schauen, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und aber auch natürlich die Effektivität. Das haben wir in Wien Wiesbaden ganz gut geschafft. Wird ähnliches Spiel. Da haben wir es geschafft, den Gegner wegzuhalten vom Tor, hatten die Möglichkeit, das Tor zu machen. Das haben wir nicht gemacht. Und wenn wir die Möglichkeit haben, in Würzburg das Tor zu machen, sollte man es machen. Weil diese Mannschaften geben sich nicht viel. Und auswärts haben wir ganz gut aufgetreten bis jetzt. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir aus Würzburg auch was mitbringen.